oder für mich entschieden habe, ist auch einfach mal Nein zu sagen. Das ist dieses typische Arzt-Fotograf-Ding. Ne? Also ich bin jetzt kein Arzt und wenn wir jetzt Dart spielen und jemand ruft an, ey, kannst du vielleicht gleich noch da schnell Fotos machen, dann geht's auch einfach oft nicht, weil ich Nein sage. Oder weil die dann nicht die Kohle haben, die ich haben will für meine Spontanität. Und dann ist halt auch einfach oft Freizeit, ne? So, also ich mag es aber auch mehr so, also wenn schon jemand vorbeikommt, sich Zeit für sowas zu nehmen, das ist ja auch was, was mir irgendwie dann wieder Energie gibt, damit ich dann abends, wenn du oder wer anders weg ist oder wir nicht noch saufen gehen, ich halt um 22 Uhr noch Bock habe, mich hinzusetzen und dann da weiterzumachen, wo ich 4 Stunden vorher aufgehört habe. Aber gerade diese Spontanität ist doch auch das, was es bei dir, glaube ich, schon ausmacht. Ich meine, sonst würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so gut kennen, weil es ist immer recht spontan, so, oh, Ben, ich bin gerade in Köln, hast du Zeit? Ah, jo, klar. Das machst du aber auch, glaube ich, mit ganz vielen anderen Leuten. Also ich habe immer den Eindruck, dass du dich mit 1 Million Menschen triffst den ganzen Tag. Ja, es ist mal mehr, mal weniger, aber ich merke das selber schon nicht mehr. Nee, ja, stimmt schon. Also ich nehme mir echt für viele Menschen Zeit, aber das ist auch noch immer noch so ein Grundding von meinem Blog-Scheiß halt, ne, weißt du? So, also jetzt das meiste, was ich machen kann, machen darf oder wo ich gebucht werde, liegt ja auch daran, dass man mich irgendwie im Internet sieht und dass Leute über mich stolpern. Und da haben natürlich auch ganz viele Menschen ein Beitrag zugeleistet, indem sie sich schon lange die Sachen angucken, verfolgen, auf Veranstaltungen kommen, Sachen reposten und ich finde, wenn dann jemand sich Mühe macht und eine E-Mail oder eine DM schreibt, dass er in Köln ist und Bock hat, das Studio sich anzugucken und einen Kaffee zu trinken, dann finde ich, ist das auch gerechtfertigt, sich diesen Menschen zu widmen. Und deswegen ist mir das fast genauso wichtig wie ein Job. Das klingt so logisch und irgendwie auch einfach, aber ich weiß es selber, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn ich sage, komm mal kurz auf den Kaffee vorbei, dann ist irgendwie gefühlt schon der halbe Tag im Arsch so, weil ich dann irgendwie nicht in meinem in meiner Routine irgendwie bin. Es ist schon, finde ich, wahnsinnig. Finde ich auch geil, weil dadurch hast du dir ja auch mega die große Community auch aufgebaut, die ja auch recht treu ist, ob es jetzt um Bücher kaufen geht oder um Veranstaltungen und so. Bevor wir aber zu dem ganzen Kram kommen, lass uns doch mal vorne anfangen. Du hast ja gerade einen Blog erwähnt. Du hast eigentlich mit deinem Blog damals angefangen, als ganz junger, kleiner Ben. Genau, als junger Kleiner bin ich auch da, wie immer, so 2 Jahre hinter der Zeit. Ich glaube, ich habe so 2010 gesagt, so, ich probiere das jetzt mal mit dem Bloggen. Da war das jetzt in Deutschland noch nicht so super en vogue, aber halt in Amiland schon etabliert. Und dann habe ich das ein paar Jahre mit durchgezogen, Vollgas. Und der Blog wurde immer größer und Fotografie wurde immer mehr da drin. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen zu fotografieren. Und dann gibt's halt dann so ein Timeshift, ne? Das wird dann irgendwann schwierig. Du kannst nicht mehr irgendwie 10 Fotografen am Tag featuren und gleichzeitig aber 3 Tage selber fotografieren irgendwo. Und dann ist der Blog mal wieder ein bisschen in die Hinterhand geraten. Ja, und jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen mehr zu machen, aber das tauscht sich auch immer so aus. Also ich bin ganz froh, dass ich irgendwann den Absprung vom Bloggen geschafft habe. Also ich weiß nicht, ob es mich heute glücklich machen würde, so ein Blog-Schreibtisch-Job mit jeden Tag Content und 4 Leute, die irgendwie Content aufbereiten und bla bla bla. Ich finde jetzt die Mischung ganz geil. Warum hast du den Blog eigentlich angefangen dann? Also hast du eine Grundidee gehabt oder ich muss jetzt irgendwas Kreatives machen? Nee, ich hatte tatsächlich, gab es 2 Gründe. Also es ist komplett weird auch. Ich habe vorher ich habe Counter-Strike gespielt in der ESL mit so ein paar Freunden. So semi-kompetitiv. Und ich habe mich da so um Website und Co. gekümmert und weil wir natürlich kein Geld da reinstecken wollten, weil wir halt kein Geld, habe ich mir damals Website, Design und Entwicklung selber beigebracht. Und irgendwann wollte ich halt WordPress lernen, weil ich vorher immer nur auf diesem ominösen Clan-System Webspell programmiert habe. Und habe mir halt auf meiner Domain WordPress installiert und dann wollte ich Schülersprecher werden und dann dachte ich, wird das so sozusagen meine Kampagnenseite. Und weil du ja nur Seiten entwickeln kannst, die auch Content haben, weil wie willst du sonst testen, ob es funktioniert, habe ich angefangen zu bloggen. Und dann habe ich irgendwann im Kölner Stadtanzeiger ein Interview gelesen mit Kai Müller, der Style-Spion, auch ein sehr guter Fotograf in Berlin inzwischen. Und der hat halt damals erzählt, dass er davon leben kann und wie er das alles macht und dass er irgendwie 6 Stunden am Tag schreibt und dann geht er noch mit der Kamera vor die Tür, bla 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 bla. Und dann habe ich gesagt, pass auf, da probiere ich das jetzt mal. Und dann habe ich einfach jeden Tag Content gemacht und dann wurde das immer mehr von am Anfang über Musik und Spiele schreiben, die einem gefallen, zu einfach das Internet durchforsten nach geilen Sachen, bis dann die Fotografen kamen und ich dann immer mehr Fotografie und Fotografen vorgestellt habe. Ja. Weil du dich auch
in die Fotografie dann verliebt hast gleichzeitig? Oder wie kam es, dass du einen ausgerechneten Fotografen gefeatured hast? Du hättest auch genauso gut, keine Ahnung, die neuesten Games featuren können oder so. Also ich habe damals alles gefeatured, Kunst, Malerei, alles mögliche, Videos, Musikvideos. Bei dem Kunstbereich wurde es halt relativ einfach, weil dadurch, dass ich einen Reblog hatte, der natürlich darauf ausgelegt ist, viel Content in kurzer Zeit. Also es gab jetzt keine Recherchearbeit oder so, sondern ich habe ja einfach nur mit 10 schöne Bilder von Fotografen, den ich geil fand, rausgesucht und vorgestellt. Und die Fotografen haben halt den Vorteil in der Kunst von, dass es eine sehr kommunikative ist, die meistens immer im Internet präsent sind, die verstehen, dass ein Feature Werbung ist und die auch das Bildmaterial haben. Und sobald du mehr in die Kunstschiene gehst, wird es ganz oft schwer, was zu finden, weil du dann entweder den Leuten schreiben musst, ey, ich brauche Fotos von deinen Gemälden, dann dauert das ewig, dann kriegst du nie was und dann verschleppt sich das alles und so wird das dann halt auch immer mehr Fotografie. Wenn jetzt, sagen wir mal, alle Maler der Welt oder der größte Teil geile Websites hätten, auf Instagram aktiv werden und Fotos von ihren Werken, hätte es auch gut sein können, dass ich einen Kunstblog nur gemacht hätte. Das war einfach nur den Abläufen geschuldet tatsächlich. Ich hatte vorher auch keine Schnittstelle zur Fotografie. Das kam alles einfach über den Blog. Und jetzt eine Frage, die natürlich auch sehr eigennützig ist, weil die auch für meinen Podcast vielleicht gar nicht so auch die ich vielleicht annehmen könnte, wie schafft man es dann? Okay, man schreibt einen Blog, kann ja jeder machen. Du featurest die Leute und wie kriegst du aber dann Menschen dazu, dann regelmäßig drauf zu klicken? Weil du hattest ja einen sehr gut gehenden Blog, da waren ja schon viele Leute drauf. Ich habe dich ja auch so kennengelernt über deinen Blog. Ich meine, die Zeit war noch eine andere, ne? Da gab Facebook war so mit am größten, beziehungsweise irgendwann dann ein paar Jahre später auch das Social Network. Das heißt, du konntest erstmal deine privaten Accounts nehmen und Links teilen, ne, die einen Haufen Traffic geliefert haben. Und ich bin ja dann auch, sagen wir so, ich habe dann überlegt, was kann man machen, damit man jetzt schnell einen Fuß in die Blog-Serie kriegt. Und dann habe ich mir halt einfach ein Frageninterview ausgedacht, was immer dasselbe war, und habe halt einfach auch ganz stupide mir überlegt, ich will jetzt 50 oder 53 Blogger interviewen, dann bin ich alle Blog-Rolls durch, habe mir Blogs rausgesucht, die mir gefallen, habe die alle angeschrieben und habe 53 Interviews der Blogger veröffentlicht, die natürlich dann auch in ihren Kanälen das geteilt haben und damit halt schon eine blogaffine Lesegruppe auch auf mich aufmerksam gemacht haben. Und dann, also ich meine, ich habe bestimmt ein Jahr lang, ne, wirklich jeden Tag mindestens einen Beitrag oder mehr veröffentlicht für 50 Leser oder 50 Googlebots. Und es dauerte bestimmt auch ein Jahr, um 100 Fans auf Facebook zu haben. Und irgendwann gab es aber so eine kleine Hype-Phase, wo alles sich verlinkt hat und so, und dann ging es halt weiter voran. Ja, ich habe damals gesagt, so mit 7000 Facebook-Fans höre ich auf. Dann ist mir egal. Ja, aber ist bis heute auch eine gute Zahl. Also wenn jemand bei Instagram 7000 Leute hat, dann weiß man schon, entweder sind die gekauft oder der hat wirklich schon auf jeden Fall eine Crowd am Start. Mit 1000 kannst du nichts anfangen. Ja, also ich bin ja auch gerade am Rumkrüppeln so mit 150 Leuten mit dem Podcast, aber ich bin schon sehr glücklich. Also, ja, also ich habe gedacht, es geht langsamer. Am Ende auch immer alles Zahlen, und Zahlen sind auch irgendwie dehnbar und nichts aussagend und alles, aber man merkt es auch jetzt halt, die Interaktionen gehen runter, bla bla bla. Das ist nicht mehr so wie früher, manchmal vermisse ich es, aber auch manchmal ist es einfach geil, dass man sich weiterentwickelt hat und vielleicht nochmal andere Sachen gemacht hat. Aber ich meine, ja, du hast ja das alles ins echte Leben vermittelt. Du hast deinen Blog ja quasi, oder diese virtuellen Zahlen auf Facebook, hast du ja versucht schon dann auch ein bisschen ins echte Leben zu holen, durch dein vieles Treffen und so. Also habe ich zumindest den Eindruck. Ja, aber hier, irgendwann ist Internet halt auch nicht mehr so geil. Also jetzt gerade finde ich es wieder ganz geil, viel im Internet zu hängen, aber es war gut, die paar Jahre mal wieder viel so unter Menschen zu sein. Weil das irgendwie ist am Ende doch noch cooler, wenn du den Leuten beim Fotografie bequatschen und ein Bier trinken auch in die Augen gucken kannst, ne? Also, absolut. Das hat halt immer noch mehr Wert als ein Kommentar wie oder eine E-Mail, find voll geil, was du machst, inspiriert mich voll. Ist auch cool, mega geil, ja, so, aber dann sich irgendwann mal zu treffen, auszutauschen und kennenzulernen, ist halt noch geiler. Das ist, da muss ich immer dran denken. Wenn ich an Ben Hammer denke, denke ich immer, das ist der Typ, der sich mit 1 Million Menschen auf der ganzen Welt immer connectet und sich den ganzen Tag mit coolen, verrückten Menschen trifft. Manche davon sind auch richtig bescheuert, aber das ist ja umso geiler. Absolut. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Also wahrscheinlich, weil wir das wahrscheinlich vor 3-4 Wochen schon besprochen hatten. Ich weiß auf jeden Fall, dass du was zu Time for Prince geschickt hast. Genau, das war nämlich so eine Serie von dir, die du gemacht hast, zusammen mit der Amanda Behrens. Auch eine Fotografin. Und dann habt ihr quasi gesagt,
ihr Fotografen da draußen, schickt uns ausgedruckte Bilder oder eine Mappe oder irgendwas. Und dann, ich bin dir auch auf deinem Blog damals gefolgt, dachte auch mega cool, bin mal gespannt. Und dann habe ich da mal meine Mappe zu dir geschickt und dann hast du ein Video gemacht. Ja, und damals warst du noch der wahrscheinlich professionellst aufgestellteste Fotograf von allen, die was eingeschickt haben. Oh, sehr nett. Naja, also ihr habt ja direkt mit den ersten Folgen, waren ja schon die großen Player irgendwie, die großen Insta-Player schon drin. Da dachte ich, oh Gott, ey, shit, wie soll man, da kann man ja nur ablosen. Ja, und dann hast du noch gesagt, werde ich nie vergessen am Ende, krass, warum habe ich noch nie was von dir gehört, meld dich mal. Und nach so 2-3 Wochen, da war ich zufällig auch gerade in Köln, dachte, jetzt melde ich mich mal. Und dann war ich direkt bei dem Studio, wir haben uns kennengelernt. Deswegen habe ich das immer so im Kopf, schon sehr geil. Ja, wenn man das so ankündigt, muss man es halt auch einhalten. Das ist dann vielleicht auch der Grund, wenn man vorher in einem Video sagt, melde dich und dann meldet sich jemand wirklich, dann ist halt auch scheiße abzusagen. Ja eben, da war ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß es von Kevin Hollywood, mit dem ich vorher auch viel gemacht hatte, und der hat auch immer gesagt, hier meine Handynummer ist auf der Webseite, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, ruft mich auch gerne an oder schreibt mir. Und er auch immer erzählt hat, ey, es melden sich ganz wenige Menschen nur am Ende. Es könnte noch viel mehr sein. Wo man denkt, so, oh Gott, mit so vielen Leuten, da musst du den ganzen Tag nur damit zu tun haben, Fragen von komischen Menschen zu beantworten. Aber es ist ja dann doch das Gegenteil, weil die Leute, die sich am Ende melden, sind ja dann doch nur ein großer Ausschuss. Ja, und selbst wenn, er ist ja auch jemand, der mit Digitalprodukten seinen Unterhalt verdient und mit Workshops. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt 10 Minuten mit jemandem telefoniere und ihm helfen kann und er kommt irgendwann zu einer Veranstaltung oder bucht einen Workshop bei mir, den ich jetzt nicht habe, aber kauft ein Buch, das ist doch eigentlich ein geileres Geschäft, als wieder 10 Stunden versuchen, Google Analytics zu optimieren oder Werbeanzeigen auf Facebook besser zu tracken. Dann würde ich lieber den ganzen Tag telefonieren, ehrlich gesagt. Da sind wir nämlich auch direkt beim Thema. Eine Sache, die man sich immer fragt, dieser verrückte Künstler, dieser Ben Hammer, der sich den ganzen Tag mit Leuten trifft, wie verdient er eigentlich sein Geld? Ja, aber das weiß ich. Was ist dein Job? Das weiß ich doch nicht. Ich? Aber am Anfang am Anfang fand ich es blöd, dass die Leute mir das so unterstellt haben, weil irgendjemand hat mal zu einer Freundin gesagt, entweder hat der reich geerbt oder der verkauft Drogen. Beides ist nicht der Fall. durchaus möglich. Dann habe ich überlegt, okay, bla, es hat ja auch immer was mit Image zu tun und dies und das, aber am Ende finde ich es heute eigentlich viel geiler, weil ich bin ja auch nicht, muss ja auch niemandem erklären, wie ich Geld verdiene. Ne? So, absolut nicht. Das finde ich definitiv nicht. Im Gegenteil, das ist eigentlich ganz geil. Es tut natürlich auch nicht zur Schärfung der Marke bei, wenn man so Hallodri-mäßig gar nichts irgendwie so on point kriegt. Aber ich weiß es tatsächlich selber nicht. Also es ist eine wilde Mixtur. Hatte natürlich den Vorteil mit dem Blog irgendwie Reichweite online und Werbedeals und bla bla bla. Davon profitiere ich auch heute noch, aber es ist am Ende eine Mischung aus Fotografie, Netzwerken, Werbeanzeigen verkaufen, Leuten helfen, ihre Websites zu optimieren. So ganz viel Verschiedenes, was ganz cool ist, weil wenn man auf eine Sache keinen Bock hat, kann man einfach eine andere machen. Ja, und da würde ich sagen, das spielt doch dein aktuelles, ich sag mal in Anführungsstrichen, Projekt oder dein Hauptding, Chips und Champagner, da bestimmt irgendwie mit rein, oder? Ja, wobei da muss man dazu sagen, das ist ja eher so ein Spaßding. Einfach mal die Leute, die bisher in den letzten Jahren viel sich so auf die Veranstaltungen kennengelernt haben, zusammenzufassen unter irgendwas Kollektivähnlichem. Und damit halt auch einfach den Vorteil zu haben, dass man gerade so für diese spontanen, kurzfristigen Jobs, wo einfach mal jemand regional Hilfe braucht, auch jemanden empfehlen kann, der gerade Zeit hat, der dazu passt, weil man selber vielleicht gerade nicht die Ressourcen oder die Zeit oder was auch immer hat, um da einzuspringen und auszuhelfen. Dafür ist es gedacht, aber es hat auch, das hat kein Business-Konzept oder Ziel. Das ist so eine Art Spielwiese, wo ein paar Leute machen können, worauf sie Bock hatten oder haben. Und jeder kann sich da austoben. Ach geil, du warst jetzt wirklich 15 Minuten bei YouTube und hast die Folge angehört. Die ganze Folge gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach bei Spotify, iTunes, egal wo du hören willst, einfach nach Hey Du Podcast suchen. Oder einfach direkt auf die Webseite gehen, heydu-podcast.de. Da gibt es alle Infos, alle Folgen, alle Backstage-Hintergründe von den Leuten, mit denen ich spreche. Außerdem wäre es mir eine Ehre, wenn du mir bei Instagram folgst, einen Kommentar da lässt, dich irgendwie meldest und den Podcast natürlich abonnierst, denn es ist nicht nur diese Folge online, sondern ganz, 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 ganz viele tolle, verrückte Menschen, mit denen ich spreche. Ich hoffe, es gefällt dir und wir hören uns bald. Bis denne.